Raspberry Pi daheim. Ich brauche keine SNES mehr. Aber das ist nicht das gleiche Feeling. Das ist einfach eine fucking SNES. Die kann man nicht verwichteln. Dazu verwichtel ich noch, ich habe mir letztens mal so einen Helikopter geholt, den habe ich aber auch nie wieder genutzt, den wollte ich oder verwichteln. Und warte mal. Ja, du siehst, Malbo schreibt schon nächstes Jahr, verwichtel dir einen Porsche. Das ist die gleiche Preisklasse. Was? Nein, ist es nicht. Prostitution. Bei mir wird geschrieben, Prostitution für eine Konsole, ja. Oh. Siehst du, Malbo, Bobby Gold weiß seine Position wenigstens zu würdigen und beschwert sich nicht über die Farbe. Ja, du bist VIP. Was? Prostitution für eine Konsole? Naja, ich krieg dadurch Benes, also. Nee, weil es gerade um das, ich gehe zu dir ins Bett, weil du eine SNES hast. So. Ich gehe nicht mit dir ins Bett für eine SNES, aber ich töte dich, weil du die verwichtelst. Lumi, kann man das? Ich könnte dir einen Invite für die Seite schicken, dann könntest du am nächsten Jahr teilnehmen, wenn du guten Content hochlädst. Mich wundert eher, dass du auf einer Seite, wo du einfach nur Bilder hochlädst, jemanden Wildfremden in 90 Euro geschenkt machst. Ja. Weil ich anderen gerne Freude mache. Ja. Ja. Kann man auch mit einem 10 Euro Geschenk machen oder 20. Ja. Ja, könnte man, aber warum meine Gäste sind übrigens immer noch höchst unzufrieden. Warum soll ich Lumi eine SNES schicken, wenn sie schon. Du sollst sie mir nicht schicken, ich habe ja schon zwei, aber du hast aber zwei? Irgendjemand, der eine haben. Ja, mein Bruder und ich haben ja eine von die mein Bruder gekauft hat oder geschenkt bekommen hat damals 1995. Und dann Lumi, haben wir gesagt. Warte. Das wäre ein Giveaway. Was jetzt? Genau, verschenk doch, wenn du zwei davon hast. Ja, du hast doch selber einen Stream. Mach ein Giveaway, eine SNES. Oh, du hast innerhalb von zwei Tagen 500 Follower. Nur dann werden wieder alle entfollowed, weil ich keine SNES mehr habe. Ja, darfst du sehr gerne, Bobby Gold. Aber nein, ganz im Ernst, das wäre ein Giveaway. Ich würde es auch bei meinen verschenken. Ja, das ist. Ach so? SNES. Ja. Was? Du würdest auch bei deinem verschenken? Du hast zwei. Wofür hast du zwei? Du brauchst nur eine. Nein, wir haben den einen ja damals gekauft, wo es eben noch nicht so viel gekostet hat. Erstmal, weil wir zwei verschiedene Wohnungen haben, dass wir immer nur die Spiele hin und her schleppen müssen. Ja. Du hast immer noch zwei. Und dann sind die Dinger einfach nicht mehr so jung. Man braucht eine in Reserve. Und wenn jetzt eine verreckt, müsste ich sie für 90 Euro kaufen. Damals habe ich sie für 20 Euro auf eBay ersteigert. Ja, du könntest doch einfach aufschrauben und reparieren. So schwierig ist die Elektronik da drin nicht. Außerdem brauchen wir trotzdem noch zwei, dass wir sie nicht immer hin und her fahren müssen für jede Wohnung. Sorry, das ist ein guter Grund. Moment mal, um wen geht's? Ach, dein Bruder, was? Ne? Mein Bruder und mich. Ich spiele ja mit meinem Bruder zusammen. Spiel mal kurz auf. Das ist so unser Ding. Euer Ding. Ja. Schwing dein Ding. Mein Bruder schwingt hoffentlich niemals in meiner Gegenwart sein Ding. Tja, vielleicht hat er es schon und du hast es nicht gemerkt. So. Oder verdrängt. Dankeschön, Bipu Bunny. Ich wünsche dir eine gute Nacht oder noch einen schönen Abend oder keine Ahnung, was immer du auch machst. Enjoy und so. Und denk dran, wenn du Mirror's Edge doch nicht hast, hier mal kurz einen Befehl zu posten. Befehl posten? Poste den Befehl. Lumi, schenk mir das Ding. Na, das ist. Oh, das hätte ich auch einrichten können als Befehl. Das wäre voll witzig gewesen. Warum habe ich das nicht gemacht? Na, noch hat niemand gemacht. Ich könnte es noch machen. Das Paket angeht, ist es okay, wenn es im Schuhkarton kommt, hat es sonst keinen Pass. Ach, alles gut. Alles gut. Solange drei Smartphones drin ist, kannst du es auch in eine Mülltüte schicken, das ist egal. Das ist nicht so wild, worin das ankommt. Ich bin schon froh, dass du es überhaupt machst und da finde es cool, dass du halt mich so unterstützen willst. Dass du auch immer da bist und auch mich sozusagen nicht bloß finanziell unterstützt, sondern auch mit Zuschauen und mitreden und chatten und allem unterstützt. Deswegen, mach dir darüber keinen Kopf, wie das ankommt. Die Geste ist tatsächlich an der Stelle so viel größer als das Wichtige. Was? So. Jetzt gucke ich mal den Reddit-Link kurz an. Und warum postet mein Loop? Single-Hand-Graded One. Ja. Stardew Valley ist ein cooles Spiel. Und der Link passt dazu, ja. Ed Lumi, kann ich auch mal was schicken? Das bekomme ich aber nicht vor Weihnachten fertig. Was? Dir wurde gerade angeboten, dass du auch mal ein Paket kriegst. Aber das wird nicht vor Weihnachten. Nein, okay, ich habe jetzt zu sehr das Paket gehypt. Das habe ich mir quasi eins erbettelt. Das kann ich nicht annehmen. Das geht nicht. Er hat geschrieben, er macht sich ein paar Gedanken dazu. Ach, das ist lieb, aber das, wie gesagt, das musst du echt nicht. Also, schick Ben was, der freut sich noch viel. Ja, meinst du, so wie ich verstanden habe, schon fertig, muss nur noch eingepackt werden. Ja, Chris, du bist der Wahnsinn, wenn du schon zwei Leuten ein Paket schicken willst.
Ja, also deswegen sage ich ja, das ist. Da ist es scheißegal, ob das kann auch in der Mülltüte ankommen. Hauptsache, also. Ja, die Idee ist halt einfach voll genau. Nett, Leuten Päckchen zu schicken. Ich finde das echt cool. Genau, wenn man halt nicht vorbeikommen kann oder um die Ecke wohnt oder so, dann einfach Päckchen zu schicken. So, und ich ändere jetzt das mit dem Giveaway nochmal. Gib mir das Ding. Wie soll ich es nennen? Du hast eben was gesagt, das fand ich lustig. Was hast du gesagt? Schick mir das. Ne, Lumi wäre die dritte, hat er schon geschrieben. Nein, fünfte. Nein, du, Ben, eben was? Über das Giveaway. Was hast du gesagt, was man sagen soll? Lumi, schenk mir das. Okay, wir ändern den Command. Oder gib mir das oder sowas, habe ich gesagt. Nee, ich glaube schenk. Lumi, schenk mir das. Okay. Das ist aber ein sehr langer Command für ein Giveaway. Ach und? Und ein sehr unüblicher Command. Ist doch witzig. Das stimmt, aber ich sage nur, es ist unüblich. Chip, 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 chip. Neu sehen macht Spaß. Hier, schenk mir das. So. Chip, 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 nicht Lumi, gib's mir. Doch, Lumi, gib's mir, kannst du auch einrichten. Find ich auch okay. Das ist jetzt ein bisschen arg. Jetzt habe ich es schon neu gemacht. Achso, und den Salat wollte ich dir auch ändern. Verdammt, ich muss es nochmal abbrechen. Das wolltest du aber nach dem Stream machen, hast du echt. Jetzt bin ich schon gesagt. Dabei. Jetzt kann ich es auch direkt ganz machen. Ach Mensch, diese Frau, ey. Los, Moment. Findet ihr Lumi, gib's mir besser? Das würde zu deinem Stream passen und zu dir. Deine Paketreihenfolge ist bester Freund, The Lion, Alpha Gag und dann käme Lumi, okay. Wer immer Alpha Gag ist, wer ist es? Alpha Gag ist jemand, der letztens sogar mal. Den habe ich entweder gehostet oder der war bei mir im Stream. Eins von beiden, ich kenne den Namen auf jeden Fall. Das ist auch ein Twitcher. Okay. Der war bei mir im Stream. Alles gut, also. Ich fühle mich jetzt, als ob ich ein Paket erschnurrt hätte. Das wollte ich auch nicht. Hast du nicht erschnurrt? Hast du es heimtückisch aus dem Kreuz geleiert? Alles gut. Heimtückisch, danke. Lumi, hast du eigentlich gesehen, dass ich was in deine Bude gehangen habe? Nee, weil ich habe ja bei dir. Ach, stimmt. Wo habe ich denn überhaupt geschlafen? Wo habe ich eigentlich geschlafen? Lumi muss nur ja sagen. Dann musst du vor allem wahrscheinlich zu Lumi mal gehen. Ich glaube, der Multi-Twitch-Link funktioniert noch nicht mehr. Den habe ich irgendwie geändert, glaube ich. Ich hab den gar nicht eingerichtet für heute, hab ich ganz vergessen. Ja, ich glaube ich auch nicht. Ich kann ja mal kurz gucken, was mein Ausrufezeichen Multi macht. Aber Lumi, ich kann ja dir mal aus Spaß einfach einen Invite geben. Mein Ausrufezeichen Multi ist aus. Okay, ich geh da eh nicht drauf. Das lohnt sich nicht. Will jemand von deinen Zuhörern einen Zugang zu einem Imageboard haben? Nee. Zuschauern, Zuhörern, mein Gott. Nein, die sind alle hier im Zuhörmodus, ja? Im Lurk-Mode. Alle schon am Schlafen und nur halb wach am Zuhören. Kann ja sein, dass einer. Schreiben doch mit mir. Kann das ja sein, dass einer einen Zugang für ein Imageboard haben will, was man eigentlich nur durch ein Invite erreichen kann oder indem man sich einkauft. Also monatlich. Man kann sich also monatlich einkaufen? Ja, als edler Spender. Wie hieß die Lumi auf Twitch? Hat irgendjemand von euch die Ente gekauft? Nee, immer noch nicht. Nein. Ich gehe mal kurz nach meinen Dingens gucken. Wir müssen uns mal einen Tagesplan festlegen. Ich habe schon in meinen Flüsternachrichten. Wir haben schon mal geschrieben. Warum ist der aus? Oder? Das war's doch du, Chris. So, jetzt ist er auch wieder an, der Multilink. Ausrufezeichen Multi muss jetzt wieder gehen. Oder auch nicht. Warum geht er nicht? Ich habe ihn doch gerade angemacht. Wirklich groß schreiben oder so? Ich habe einfach angemacht, also ich muss unten noch speichern drücken. Ach Gott. Jetzt lohnt sich es auch nicht mehr für die letzte Dreiviertelstunde. Habe ich jetzt trotzdem. So. Multi. Ich mach das jetzt nicht mehr. Ja, du bist ja auch ein unehrenhaftes Etwas. Oh Mann, ey. Dann mach ich's halt noch. Das ist ja interessant. Der Host der Nerd von Stream hat mir vorhin gesagt, dass bei Chris ein Zuschauer war. Aber der Mu-Bot sagt mir, mit 8 Chattern hat er mich gehostet. Also sind die Chatter wahrscheinlich inklusive Bots. Aha. Lustigerweise. Also falls jemand von Lumines Zuschauer Bock hat. Dankeschön für den Follow, Chris. Der hat jetzt nur wegen dem Imagebot gegeben. Der hat mich jetzt gefollowt, um mir ein Paket zu schenken. Was ist echt? Chris ist doch der Zuschauer von mir. Ach, ja. Hittenbonus.
Nee, das funktioniert tatsächlich nicht. In dem Fall tatsächlich ausnahmsweise mal wirklich ganz und gar kein Tittenbonus. Nein? Da ist eher ein Brusthaarbonus, glaube ich, wenn dann. Ein Brusthaarbonus. Ja, wenn du das so angehen das möchtest. Erinnert ja. mich an Final Destination. Nee, aber Scary Movie, wo die da ihr Dekolleté frei macht und dann so schwappliche Brüste mit Haaren rauskommen. Das könnte ich nachher mal schicken, aber du kannst es ja schaffen. Alles gut, Chris. Was mit dem Kontext ist das jetzt? Das könnte ich ja nachher mal schicken. Also wenn Ben dir genug vertraut, um dir seine Adresse zu schicken, dann tue ich das auch. Das ist Gruppenzwang. Ich habe mir schon meine Adresse geschickt, offensichtlicherweise. Ja. Da hat er gesagt, er macht die jetzt. Hätte sein können, dass du extra für ihn eine Paketstation eingerichtet hast, was weiß ich denn. Ich habe tatsächlich nicht an die Paketstation gedacht, sondern bloß an das Postfach. Und das war mir zu teuer. Noch gegenseitig besitzen. Also du mach dir keinen Stress. Dürö, hi Ochi. Abend. Also alles gut, kein Stress. Wenn du mir was schicken möchtest, schick mir was. Ich schick dir nachher mal meine Adresse. Wenn du mir nichts schicken möchtest, schick mir nichts. Also, Chris, gib mal die Adresse weiter. Ich wollte wirklich nicht. Ich habe echt Angst, dass es so wirkt, als ob ich das voll erschnochen wollte. Ich wollte das brauchst nicht. Du keine Angst haben, es wirkt einfach so. Toll. Danke, Ben, du machst es so, was bereicherst mein Leben um so viele schöne, negative Gedanken. Das war Scheiße! Das war ein Spaß, Chris, mit dem LOL. Mit dem, gib mir die Adresse weiter. Wenn ich die Adresse haben wollen würde, könnte ich Lumi einfach eine SMS schicken. Ich vermute, ich würde die wahrscheinlich kriegen, wenn da irgendwo Nein, ein Zweck Ben würde für sie besteht. Nicht kriegen. Ben, das ist halt auch ein Grund, dass du noch nicht bei mir Moderator bist. Ich vertraue dir nicht. What? Frechheit. Jetzt bist du ja Single, jetzt weiß ich ja erst recht nicht, was passiert, wenn ich meine Adresse schicke. Fuck! Jetzt. Ich hab mein Schwert verloren. Hallo Erbsenzählerin, du kommst im richtigen Moment. Und Chris, Dankeschön. Ja, das ist voll cool. Aber ich hab dann immer das Bedürfnis, vielleicht schicke ich dir was zurück. Ich hab mein Schwert verloren. Aber wenn ja, ich bin zurück, den geschlagen wurde von so einem roten Schleim, die waren besonders angriffslustig und konnten nicht mehr fliehen. Ja, siehst du, so geht's mir immer und ihr macht euch immer über mich lustig. Ja, ich war mir über Felix lustig. Alles gut. So. Das war das schon drei oder viermal, wo Lumi ohnmächtig geworden ist. Also, oh Gott, danke schön, Chris, für den Sub. Für Subscriben, das ist lieb. Hau da direkt noch was raus hier. Jetzt haut er aber richtig raus. Ja. Chris haut immer rein. Ja, hier ist schon wieder voll die Party. Leute, habt ihr eigentlich... Ja, voll cool. Leute. Ich bin total überfordert, mit mir schreiben drei Menschen und ihr redet auch noch mit mir. Ich würde zu, Felix, was ist denn los? Was ist, Felix? Der wievielte ist heute? Der 16. Der 13. Der 13. Das ist ja eigentlich ein Unglückstag. Ach, ihr redet von Freitag. Ich bin bei Ingame. Ich würde ein kleines Giveaway machen. Ich weiß aber nie, wie ihr die Leute auslosen wollt. Was würdest du machen, ein Giveaway? Ja, normalerweise macht man das mit einem Bot, der auslost. Das musst du bei Ben machen, weil ich habe ja schon ein Giveaway am Laufen. Zwei kann ich nicht laufen lassen. Ja, warum? Kommt ja von mir. Was willst du denn vergiffen? Naja, zwei Steam-Keys. Ich habe auch einen Haufen Humble Bundle-Keys. Und ich habe hab auch noch Steam-Keys und ich habe keine Ahnung, wann ich das mache, weil ich habe immer nur ein, zwei Zuschauer und da habe ich das Gefühl, es lohnt sich nicht. Jetzt gerade sind sechs bei mir, aber ich verschenke jetzt gerade schon Steam-Key. Wir können ja einfach immer, wenn der eine Steam-Key weg ist, ich lasse das immer zwei Wochen laufen, dann machen wir den nächsten Steam-Key. Dann hauen wir deine Steam-Keys auch noch raus. Was? Ich habe so viel, also da brauchst du ein ganzes Jahr für. Wenn da gibt es halt eben jetzt das ganze Jahr über bei mir Steam-Keys. Ich mache ja sowieso gerade eh nichts anderes als im Kreis laufen, weil ich total verwirrt bin und überhaupt nicht mehr weiß, was ich machen wollte. Ich habe mein Schwert verloren. Oh, den nächsten, der kein Schwert mehr hat. Nein, lieber Felix, ich habe ein Schwert bekommen und ich habe es extra zur Seite gelegt, falls jemand... Du hast gesagt, das kriege ich. Ja, nee, es ist nicht besser als meins. Deins ist besser als das, was ich gefunden habe, aber es ist schon mal besser als nichts. Ja. Das Holzschwert oder was? Ja, toll, das kann ich nur craften. Dankeschön, Chris. Oh Gott, Chris haut hier echt Spendierhosen raus und so. Ja, sag ich doch. Das hat sich vielleicht was zu ihm und nicht Sebastian heiraten. Okay, warte mal, das sind jetzt 2,02 €. Warum 2,72 €? Vor allem, warum kommt die Nachricht nicht mit eigentlich? Auch für dich zwei Cheeseburger. Dankeschön auf jeden Fall. Und danke, Chris. Du bist nicht der Einzige, der gerade 2,72 € bekommen hat. Bei mir kam die Nachricht mit. Hast du eine Nachricht dazu gekriegt? Ja, bei mir kam die Nachricht. Auch für dich zwei Cheeseburger. Und warum zum Henker wird bei mir keine Nachricht? Keine Ahnung, ich mach Streamlabs. Was nimmst du denn? Es ist übrigens 1 Uhr. Ich bin auch
bei Streamlabs. Ich bin schon im Bett. Okay, da gehe ich jetzt auch ins Bett. Dann muss ich mich mal über Dankeschön, die Chris, einziehen. Mein Lieber. Dankeschön für die Unterstützung wieder, du verrückter Hund. Star Wars. Ich schließe mich einfach Ben an. Star Wars Fanatiker und Pseudokönig, der nicht König sein will. Dadurch, dass ich, Vegetarierin bin, nehme ich stattdessen einen Veggie-Burger. Ich hoffe, das ist auch okay. Auch wenn's also für Cheeseburger heißt ja wohl nur, dass da Käse drauf ist. Vom Patty hat keiner geredet. Stimmt, denn Veggie-TS kann man auch mit Cheese nehmen. Aber da kriegt man keine zwei für die 2,72. Ich glaube, da kriegt man dann einen für. Aber das ist auch warum nicht kostet ein Veggie-Burger denn mehr als einem, wo theoretisch Fleisch drin sein sollte? Weil ein Veggie-Burger fancy ist und keine Ahnung, in und was weiß ich was alles für ein Gedöns. Weniger herzustellen ist als Massentierhaltung. Jetzt bin ich völlig unten durch, Chris, ne? Kein Fleisch essen. Vorbei. Kein Fleisch essen. Unfollow, unsub. Nein, er schreibt das nächste Mal einen Veggie-Burger. Auch gut. Danke dir. Direkt alles gecancelt. Also du weißt nicht, wie schräg Menschen reagieren, wenn du sagst, dass du Vegetarierin bist. Das ist dann immer gleich so ein oh mein Gott, du bist ja egal. Du bist Vegetarierin, ich muss hier raus. Tschüss. Ja, danke schön. Genau so. Ich werde Glück haben heute. Wie sieht's denn bei euch aus? Ich habe nicht nachgeguckt, tatsächlich. What the fuck? Lieber Valbo, wenn es ein Red Dead Redemption Key wäre, würdest du ihn nicht kriegen, sondern ich. Red Dead Redemption gibt's nicht auf Steam. Auch. Was? Red Dead Redemption gibt's nicht auf Steam. Das ist über Ubisoft, ne? Meinst du, ja. Red Dead Redemption gibt's gar nicht auf PC? Nee. Noch gibt's das nie auf PC. Den ersten Teil wird's noch nie auf PC geben. Genau. Und es wäre nicht Ubisoft, sondern Rockstar. Den zweiten Teil wird es aber geben. Rockstar wird sich nicht das Geld durch die Lappen gehen lassen. Das ist wahrscheinlich, aber trotzdem, den ersten gibt es nicht und auch nicht auf Steam. Und den zweiten wird es wahrscheinlich sogar auf Steam geben. Wisst ihr was? Ich mache das jetzt einfach so. Wollen wir jetzt heute in die Mine gehen? Meine sind auf jeden Fall super glücklich, aber ich würde noch kurz hier bei ernten. Mir sind sie auch glücklich. Also, seid ihr jetzt mal ganz kurz ruhig? Nö, du kannst einfach über uns drüber reden. Ja, ne? Ich habe eine prismatische Scherbe gefunden. Echt jetzt? Wo? Ich habe keine Ahnung, sie ist hier einfach. Ich weiß gar nicht, wann ich die aufgesammelt habe. Tu sie in die Ärztekiste, dann gehen wir dann mal in die Wüste. Okay, wir gehen jetzt heute in die Wüste. Unsere Geister sind gut gewogen. Ich heb sie gleich auf. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, dann gibst du gleich Benny in die Hand. Das hat nichts mit mir zu tun, ja. Lass mich mal aus dem Spiel hier. Und dann bekomme ich wenigstens ein neues Schwert. Dann krieg ich ein neues Schwert. Weil ich habe die ja gefunden. Ja, okay, dann gibst du mir dein altes und, ja, vegan mache ich nur 6 Wochen im Jahr, das reicht mir dann auch schon. Und ich weiß, Veganer kriegen, die sind ja noch mehr des Todes als Vegetarier. Bringt euch halt selber um, ist schon okay. Nennt man natürliche Selektion. Die mit den Blöden, mit meinem Essen, das Futter wegessen und sowas. Holt diesen euch. Spruch höre ich jetzt schon seit 20 Jahren. Ich kann ihn langsam nicht mehr hören. Leute, ganz kurz. Ja. Bevor wir jetzt in die Mine gehen, holt euch bitte noch im Krankenhaus ein Energietonikum. Aber ich bin noch gar nicht fertig mit Abernten hier heute. Doch egal, wir wollen jetzt erstmal in die Wüste. Aber Abernten. Das können wir heute Abend immer noch machen. Ich habe jetzt fast abgeerntet, bin fast durch. Wir brauchen auch kein Energietonikum, wir können auch einfach was zu essen und Kram mitnehmen. Das ja, dann nimm halt was zu essen mit, mein Gott. Vielleicht können wir noch irgendwas kochen. Ich koche mir noch ein. Soll ich uns allen noch ein. Ihr könnt auch den violetten Pilz holen. Holt euch so einen violetten Pilz, der bringt auch Haufen Energie. Das musste einfach sein. Ja, ist okay, Chris. Kein Problem, ich bin dran gewöhnt. Dann sag ich dir auch schon mal tschüss, bleibst du noch ein bisschen beim Ben, dann hörst du mich ja. Ich vermute, er wird jetzt auf Multi-Twitch umgestiegen sein, weil jetzt wieder mein Multi-Twitch. Er sagt dir schon mal tschö, das könnte sein, dass er auch woanders geht, also sprich bei dir. Also Chris, also jetzt gehen wir so. Ich geh schon mal in die Wüste. Nee, ich bin nicht seit 20 Jahren Veggie, aber meine beste Freundin ist schon seit 20 Jahren Veggie. Und deswegen, ich sprich ja auch. Ich erst seit 9. Gute Nacht, Chris. Dankeschön für die Unterstützung und wie gesagt, schön, dass du wieder reingeschaut hast und danke, also du verrückter Mensch, einfach. Verrückt, in der Tat. Also, ich habe nichts zu essen mitgenommen, fällt mir gerade so auf. Kommt ihr dann noch in die Wüste? Ich habe noch was dabei. Wer ist denn jetzt alles? Seid ihr jetzt alle da? Was soll ich jetzt mit dem blöden Schacht machen? Das muss hier oben hängen. Nee, das ist erstmal ein Benny geben. Was? Wieso? Ich habe das selber auch noch nicht gemacht. Ja, dann stell dich da einfach in die Mitte da. Jo! Habt ihr jetzt auch eine Sequenz? Nee, die hast bloß du. Galaxie-Schwert gefunden.
Jo, nice. Es ist das beste Schwert, was es gibt. So, ich hoffe, du hast jetzt das andere Schwert noch für mich. Ja. Moment, ich kann dir das aber nicht geben. Ich habe die Bombe nie mitgenommen. Ich kann dir das nicht geben. Wir müssen eh nochmal zurück, weil ich habe die Bombe vergessen. Aber wir müssen noch 500 Gold bezahlen. Was? Ja, die Kirschbomben oder wie die heißen, nicht mitgenommen, die will er. Nee, nee, die Kirschbomben. Ja, dann muss ich jetzt aber auch nochmal zurück, sonst kann ich ihm das Schwert nicht geben. Ja, na ja, dann mach. Geht doch schnell. Fängt ja wieder gut an. Ciao, miau. Ah. Tschüss, Chrissy, Chris. Tschüss. Ja, dankeschön, wir uns reinschauen und hosten und alles. Und bis bald. Nimm dir mal ein Beispiel an Leuten wie Chris, ja, die da irgendwie 2,50 geben für einen Burger, anstatt mir Lust auf Schokolade zu machen, Ochi. Ach scheiße, ich hab die Bomben auch verloren. Och fuck, ey. Schokolade ist eine gute Idee. Ben? Da, dein Schwert liegt da drin. Ich hab die Bomben auch verloren. Ich hab noch 3 Bomben, 3 langen. Wie, ihr habt jetzt. Wir kommen jetzt eh nicht mehr, weil es ist schon 1 Uhr. Bomben? Lass uns jetzt einfach mal Iridium-Erz noch ein bisschen farmen und gut ist. Mehr können wir jetzt heute eh nicht mehr machen. Ich habe eh fast keine Energie mehr. Ich fahre gleich zurück. Ja, eben. Das wird schwierig. Ja, Ben ist ja eh schon wieder auf dem Rückweg. Nee, was? Bin ich nicht. Ja, aber wenn du jetzt ganz im Ernst, warum verbrauchst du denn deine Energie hier? Weil ich hier Langeweile habe und ihr die wegsort. Dann sammel doch lieber Kaktusfrüchte und so ein Kram ein. Oder wir sind keine Kaktusfrüchte. Da ist eine Kaktusfrucht. Kaktusfrüchte habe ich schon fast alle eingesammelt. Nicht alle, so. Aber fast alle. Also, darf ich mal kurz ein bisschen was zu der Höhle erzählen? Nein. Das ist ja Erfahrung und kein Spoiler. Du kommst nur durch Löcher oder Leitern weiter. Löcher sind nur mit Bomben erreichbar und auch sehr schwierig zu finden. Oh, du bist schon hinten. Ja, und ich sterbe hier schon. Du hast doch so ein gutes Schwert. Ja, das ist die Mine, verdammt. Aber wir sollen ja auch gar nicht so krass runter. Wir wollen jetzt eigentlich erstmal ein bisschen Iridium sammeln, dachte ich, für den Sommer. Ja, dann haut einfach alles kaputt, was ihr findet. Oh, ein Amethyst. Die Wahrscheinlichkeit. Ja, dann ist die Schoko halt alleine aus. Die Wahrscheinlichkeit von Iridium ist hier zwar größer, aber immer noch klein. Ich habe tatsächlich auch Schokolade da, fällt mir gerade auf. Ha? Mir hat mein Übernachtungsgast am Wochenende netterweise eine Merci-Tafel mitgebracht. Ein Übernachtungsgast? Ja, ich hatte doch. Wie formell ist denn das ausgedrückt? Naja, ich kannte ihn halt vorher nicht. Wer hat mit dir gevögelt? Nein, erstens war es ein Er. Wer hat mit dir gevögelt? Und zweitens hat er auf dem Sofa geschlafen. Und er war hier für ein Community-Treffen von einer anderen Streamerin, zu dem ich gegangen bin, das von Samstag auf Sonntag, also Samstag und Sonntag war. Nee, ich möchte die Kaktusfrucht nicht haben. Und ja, warte, das weiß ich. Und deswegen, weil der kam von weiter weg, ging von Hannover oder so und hat gefragt, ob er mir pennen kann, weil er sonst ein Hotel nehmen müsste, was sau teuer wäre. Hier ist ein Loch. Was? Wo? Ach so. Und kann man auch ohne Bomben finden, by the way. Ja, geht. Moment, Leiter oder Loch? Also Leiter ist unten von euch und dann kommt, wenn ihr dann in die nächste Ebene kommt, kommt direkt das Loch. Da fällst du runter und dann zeigt es an, welche. Tut ein bisschen weh, wenn man runterfällt. Das ein bisschen beachten. Wo ist das Loch hin? Na, direkt in der nächsten Ebene. Wenn ihr runtergeht. Nee. Eben. Oh nee, sag mal, dass sie verschwinden. Nee, Benni, komm zurück. Direkt am Eingang. Oh. Und dann geht's hier schon wieder runter. 8 Ebenen hinuntergefallen, ouch. Oh, und hier geht's auch, Leute. Was, ihr seid 8 Ebenen runtergefallen? Ja. Oh, schön, man fällt unterschiedlich runter. 6 Ebenen runtergefallen. Ich glaube, davon hängt wahrscheinlich das Glück ab, ob man Glück hat am Tag, oder? Guck mal, eine Leiter. Jo, lass nehmen. Ich müsste noch einen Käse essen. Ich sterbe hier nämlich gerade langsam schon wieder. Also diese Käfer, die da rumfliegen, könnte übrigens nicht, Kann man die Mumien töten? Nein. Ja, die stehen wieder auf, dann müsstest du eine Bombe hinterher schmeißen. Okay. Kannst du die töten? Ja. Aber sie stehen wieder auf. Nein, kannst du bloß bewusstlos schlagen. Du kannst aber hinterher eine Bombe draufhauen. Und dann ja, wenn sie bewusstlos sind. Mumie. Ja, muss man es halt runterhauen und dann dran vorbeigehen. Pass auf, die Viecher sind eklig. Die Grünviecher sind eklig und die Käfer kannst du nicht kaputt hauen. Ich will hier raus. Siehst du, deswegen sterbe ich hier so oft. Das geht mir da auch nicht rein, die sind ja verrückt. Hier so oft, du bist ja, aber irgendjemand muss Iridium finden. Je tiefer, desto mehr Iridium, sagt auch die Erbsenzählerin. Ich habe 2 Iridium gefunden, tschüss. Bist du eigentlich Veganerin, Erbsenzählerin? Kommt daher der Nick und das Wissen darüber, wie Veganer genervt werden? So.
ich jetzt die Einzige, die hier noch einsame Bastion spielt und irgendwie versucht runterzukommen? Wir haben noch einen weiteren Hit gestorben, deswegen habe ich mich verdrückt. Achso, guck mal, da ist mich das Benni gebaut. Benni hat zum Glück gerade rechtzeitig erwähnt, sonst wäre ich letztlich auch verreckt. Sag mal, haben wir mal drüber nachgedacht, Treppen zu bauen? Nö. Ich auch nicht. Wäre vielleicht sogar sinnvoll für die. Ich habe ein Iridium gefunden. Ich auch. Ich habe einen Baum gefunden. Ich bin noch dabei. Ich bin auch noch in der Mine. Aber du bist deutlich weiter oben als ich, ne? Ja. Ich bin sogar auf Ebene 5, müsste ich sein. Ich sterbe hier! Lass mich im Leben! Ihr Scheißviecher, ey! Ihr Scheißviecher, ich hab gesagt, am Leben lassen! Ich komme nicht mehr raus! Galaxie-Schwert! Nein, lass das Schwert! Jetzt bin ich aber gespannt! Lumida wurde bewusstlos geschlagen. Bitte nicht das Schwert! Prismatische Scherbe gefunden, Schwert hat ganze 3 Sekunden gehalten. Bitte nicht das Schwert! Dann wäre ja meine Bierpumpe. Ich hab das Schwert noch. Oh Gott, ich hab das Schwert noch. Die Wette habe ich nicht verloren. Ich hab das Schwert noch. Lumi Fail trifft's aber. Oh Gott, mein Herz. Mein armes, kleines Herz. Dein Herz? Ich würde mir ja eher Gedanken um dein Bier machen. Was ist denn mit meinem Bier? Ja, das soll ich losschicken. Nein, weil ich mich so aufgeregt habe, mein Herz ist doch wichtiger als mein Bier. Na, das finde ich irgendwie, das sehe ich anders. Was? Du bist ein Arschloch. Ich finde Bier wichtiger als Herz. Du bist ein Arschloch. Vor allem, weil ich so der Bierliebhaber bin, wenn ich das Zeug einfach zu bitter finde, um es überhaupt zu trinken. Deswegen trinke ich es ja mit Früchtepunsch. Oh, Reinheitsgebot und so, was soll das? Ey, du hast immer Bananenwichse, Elefantenwichse getrunken. Elefantenwichse getrunken. Du brauchst gar nicht reden, Felix. Elefantenwichse bei euch? Ich habe nie Elefantenwichse getrunken, Ben. Ich habe vorher einfach Du hast doch immer Bananenweizen oder Bananen diesen Ding. Nein. Wir haben hier noch einen Iridiumbachen oder hat denn schon jemand von euch hergebracht? Den habe ich schon weggebracht. Ich bin ja schon eher zurück. Ich muss jetzt aber auch direkt ins Bett, weil ich nämlich hier, ich kann nicht. Wenn ich jetzt noch einmal erwischt werde, bin ich schon wieder tot. Hey, wieso bist du denn schon wieder tot? Ja, du kriegst dann neue HP, wenn du stirbst. Nee, nur so viel, dass du halt gerade so überlebst. So, jetzt hole ich mir noch den Rest von meinem Früchtepunsch-Bier. Ich bin gleich wieder bei euch. Ich höre euch jetzt nicht. Ja, wie immer. Hörst uns eh nicht zu. Oh, das war knapp. Eventuell. Mit dem Fledermaus-Gedöns. Ich gehe mal auch lieber schlafen. Ups. Hat sich irgendjemand um die Tiere gekümmert heute? Nee. Schade. Ich glaube, nee. Das ist jetzt irgendwie so dramatisch. Ich blute angeblich, glaube ich, oder? Was soll das darstellen? Ich glaube, es soll Bluten darstellen. Boah, hab ich eine Sahne, ey. Aber man regeneriert ziemlich schnell HP, wenn man im Bett liegt. Schneller als Energie tatsächlich. Glaube ich. Okay. Das ist krass. Ich tue jetzt noch ein bisschen die Mine hier durchsuchen nach Iridium. Ja, ich wollte bloß, dass ich wieder Leben habe. Jetzt kann ich noch ein bisschen was machen hier. So. Aber ich hätte es ja tatsächlich so gemacht. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute bei euch noch auf dem Stream sind. Schätzungsweise 1 bis 0. Bei mir. Ja, ich hab bei Lumis, glaube ich, ein bisschen mehr. Zu Chris gesagt, dass es schlecht ist, wenn er jetzt rausgeht. Denn sonst hätte ich gesagt, ich schreibe hier eine Zahl auf. Und der näher an der Zahl ist, der bekommt den Key. Ich glaube, wir können wieder ein Autohaus bekommen vom guten der Chapter mit einem Chatter. Und was, ein Follower oder ein Autohaus? Ein Autohost. Ach so, ein Autohost. Das Brummbrummhosti. Ach so. Na da. Vermutlich ist er offline gegangen gerade. Hat er wieder gestreamt? Hab ich gar nicht mitgekriegt. Oder jemand anders von seiner Autohostliste ist offline gegangen und dann ist es zu mir geswitcht. Ich merke gerade, ich muss langsam zurückkommen. Joa, ist 23 Uhr, es wäre günstig, wenn du langsam zurückkommst. Scheiße, das ist so ein scheiß Slime direkt vor der Leiter. Ach Mann, ey. Können wir uns eigentlich mal einen Kalender irgendwo hinhängen? Das wäre ganz cool. So, I'm back again. Lumi, hast du gehört, es wäre ganz cool, wenn wir uns mal einen Kalender irgendwo hinhängen. Den Kalender haben wir doch schon. Kalender bei mir. Eben. Hi Ben. Bei mir hängt doch ein Kalender. Ich muss ja kurz knuddeln hier. Der hat ja, Knuddel. So, danke.
Was machst du denn da? Warum hast du die ganze Zeit hin und her? Ich hab das Lunimo geknuddelt. Ach so. Morgen ist Pams Geburtstag. Nee, geklaut habe ich es nicht. Ich wollte es nur knuddeln. Komm ins Bett, Schatzi. Kannst du mit mir knuddeln? Nee. So nicht. Wenn ich so angesprochen werde, nicht. Ach cool, ich habe eine Hasenpfote. Mit Schatzi kommst du nicht ins Bett? Was soll ich denn dann sagen? Tja, das musst du wohl noch rausfinden. Gibt bei mir keine Wiki. Großer, geiler Hengst? Ja. Nee, das wird nicht besser. Aber Schatzi ist so nur nach 15. Das ist doch echt nicht schön. Guck mal, Felix kommt ins Bett, egal was ich sag. Ja, der hat auch andere Standards. Gar keine. Loch ist Loch. Minenarbeit Stufe 3. Neues das haben ihr alle was gelernt, aber ich nicht. Neues Kochrezept, Bergarbeiter-Leckerbissen. Lumi, Loch ist Loch. Ist es nicht. Doch. Mit dem Arsch zur Wand schlafen und Mund offen lassen, das ist Kameradschaft, ja. Das kennst du nur von der Bundeswehr. Den Spruch kenne ich tatsächlich von der Bundeswehr, ja.